So, bin ich da? Ja, ich bin da. Singles, Losers Finals, Best of Five, Dafung, SDN. Okay, also, wie wird das Ganze hier ausgehen? Also bisher haben wir eigentlich, ich glaube, Dafung hat noch nie gegen SDN gewonnen, so wie ich das sehe. Aber wir haben ja eben gerade eine sehr, sehr clean Leistung von ihm gesehen und SDN kommt von einer Niederlage. Mal gucken. Ich bin mal gespannt. Immer noch der Cobra Mi mit hoher Stimme. Okay. Killt noch nicht. Krass. Auch bei 100 noch nicht. Ja, das ist bei Floaties oder Leichencharakteren immer noch deutlich besser. Aber ey, vielleicht killt das. Oh, okay. Ich merke schon, warum er diese Option wählt. Also die... Was mit dem F-Smash getroffen? Also die... Der Neutral Special ist halt neu. Habe ich noch nie gesehen auf einem Mii von Dafung, aber ich sehe auf jeden Fall warum. Das hat eine Lingering Hitbox, killt echt ziemlich zuverlässig. Kannst du auch. Kannst du auch in der Luft machen. Auf jeden Fall sehr, sehr solide. Aber hier das Comeback von SDN. Wir sind wieder even. Jetzt hier gerade wieder Bread and Butter für Dafung, aber SDN kommt da durch wie nichts. Dafung kriegt hier eine kleine Combo hin. Okay. Ja, sauber. Okay, also SDN kommt echt ganz gut durch das Edge-Guarding von Dafung, was auch sehr wichtig ist gegen diesen Schmieger. Der ist einfach sehr gut da drin. Oh, jetzt kann ich wieder sehen, was ihr schreibt. Aus irgendeinem Grund ging das gerade nicht. Okay, und wir haben hier Onishin, der auch noch ein bisschen Commentary machen will. Es gibt ja nur noch zwei Sets, zumindest hier in diesem Bracket. Die Silber-Bracket läuft auch gerade. Es sieht auch ziemlich spannend aus. Genau wie dieses Set, darum will ich gar nicht von was anderem reden gerade. Ja, schöne Nähe auf jeden Fall. Und hier die Führung. Ich sehe schon, die ganzen Flensburger sind hier auf jeden Fall ziemlich aktiv am Zuschauen. Danke dafür, Jungs. Oh, okay. Die ganze Lage spitzt sich langsam zu. Dafung kriegt seine kleinen Setups echt immer noch ziemlich solide und hat echt eine gute Lead aufgebaut. Aber SDN hat immer noch was zu sagen. Immer noch eine Chance, hier mitzureden. Hat die Lead auf jeden Fall gut verkürzt und im Endeffekt kommt es auf den Last Hit an, den Dafung kriegen muss. Aber ich muss sagen, seit dem letzten NDZ hat er sich da echt gut verbessert darin, den Last Hit zu bekommen. Oh, cool. Schöne Nähe gerade. Ja. Raw Up Smash. Sehr schön. Out of Shield. Gut. Okay. Also, wir sind Game. 1-0 für Dafung. Okay. Ja. Ja, wir brauchen immer dieses eine Game, um wirklich zu glauben, dass er das schaffen kann. Das ist immer ganz wichtig. Mhm. Weil bei SDN, er hat oft irgendwie knappe Matches und sowas. Aber ein Game von ihm zu ziehen, ist nochmal was anderes. Und natürlich ein ganzes Set von ihm zu ziehen, auch. Gut, also Game Nummer 2 und das Ganze ist auf jeden Fall ganz ausgeglichen unterwegs. Also wir sehen hier nicht irgendwie kompletten Stomp von SDN bisher. Und das ist ein gutes Zeichen für Dafung, dass er direkt am Anfang die Lage ruhig halten kann. Der macht das sehr gut, auf jeden Fall. Finde ich auch sehr cool, dass man hier bei vielen Spielern Progress im Moment sieht. SDN, sehr schön. Noch die Eid, gerade noch zurückgekommen. Ja, die Ledge-Situation, er kriegt da jetzt viel mehr Kills draus auch. Oh, einfach Raw Dash Attack, wie wir es von SDN kennen. Mach du mit mir. Okay. Boah. Ja, Dafung und SDN haben wir beide gesehen auf der Top 100 Players List von ihren Charakteren. Also von Ike und von Mi Brawler. Jeweils für Deutschland die höchste Platzierung. Und wir sehen auf jeden Fall, warum
beiden machen weiter. Bei jedem NIZ dabei, so ziemlich. Das ist schön. Wir sehen keinen Stillstand, sondern Bewegung, Movement. Es geht immer weiter. 200%. Ich will nicht sterben. Ja, aber... Oh, okay, er hat ja auch... er hat sogar Lead. Merke ich jetzt erst. 200%. Jetzt aber. Schön. Okay, also irgendwann kann er den auch einmal wegwerfen. Aber 200% kann das, glaube ich, gut machen. Niceface wartet im Winners... Winners Side Grand Finals. Sollte Dafong hier gewinnen, werden wir hier zu 100% einen neuen Sieger haben. Einen, den wir noch nicht gesehen haben. SDN natürlich Rekordsieger. Er ist praktisch das Bayern München aus dem Norden in diesem Spiel. Ich glaube, das ist ja auch vor allem eine einzigartige Situation, weil SDN dann jetzt nicht nur nicht mehr Erster wäre, sondern nicht mal Zweiter dann auch. Ja. Ja, also das letzte Mal vor 3 Turnieren ist er 5. geworden. Da hat ihn Niceface besiegt und Therion. Oh. Aber SDN, auch wenn er hier ein Set zurückliegt, ein Game meine ich, hat er gerade die Stock Lead, was wichtig für ihn ist. Einfach um Ruhe einkehren zu lassen. Das ist guter Damage für Dafong, aber er struggelt wirklich gerade mit dem Kill. In dieses Game zumindest. Okay. Einfach gehoben. Ja, Struggle ist gone. Der SDN ist wunderschön gerade mit der Pressure. 70%. Na, meint, wurde reversed. Wie häufig haben die beiden eigentlich jetzt gerade gespielt? Was? Und der SDN. Wie oft die gespielt haben? Ja. Ich glaube, ungefähr unendlich mal. Ich habe keine Ahnung. Ich habe da gerade nichts offen, aber sehr oft. Ein Haufen. Mehr als 10 Mal. Kannst du eventuell das erste Mal sein, dass dann Dafong dann ein Set benutzt? Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass Dafong noch nie gegen ihn gewonnen hat. Okay, das ist jetzt. Das ist wieder in so einer langsam so einer Last-Hit-Last-Stock-Situation. Ja. Und. Dafong hat normalerweise, also in diesem Set zumindest, immer so 150% gebraucht, mindestens, um ihn zu killen, aber natürlich in so einer Last-Hit-Situation. Oh! Ja, okay. Falling up, ja. Gerade wo ich sagen will, ist natürlich so ein bisschen scary auch. Willst du? Oh, okay. Nur ein Foto. Ja, hat Dafong zwar gut gemacht, aber... Natürlich wollte da SDN nicht noch ein Game aus der Hand geben. 1-1 steht's jetzt. Wir gehen Game Nummer 3. Hier im Losers Finals. Ja, wie gesagt, war eine Last-Situation. Von daher noch kein Face-Roll bisher von SDN. Oh, okay. Ja, kann das Advantage-Stage hier gerade echt gut halten. Auf jeden Fall, also das ist... Das sieht, oh. Er hat mich gerade ein bisschen an das erste Game so, wo er den Advantage immer so ganz gut halten konnte. Aber... Ja, das Note sieht auf jeden Fall etwas stabiler jetzt für SDN aus. Mhm. Sehr viel Blutes. Oh, er hat schon die zweite von den Abbies hier bekommen. Man darf nicht vergessen, dass die echt viel Schaden machen. Mhm. Oh, der Erdatsch war weg. Aber direkt die Abbien. Zum dritten Mal in diesem Stock. Und die Fans schauten Falk und Kante. Oh! Ja, nee, das hat ihm das gebracht. Mhm. Für die Fans. Wird jetzt SDN langsam seine Dominanz zeigen oder wird Dafong das Monumentum jetzt abbrechen? Das frage ich mich gerade. Ja, 137%, kein Rage. Oh, aber der Upsmash. Ja. Sauber. Ja, sowas braucht man. Sowas braucht man auf jeden Fall mit einem Charakter wie Mii Brawler. Wenn nichts anderes klappt, einfach out of shield, Upsmash. Yeah. Oh, Kombo-Starter. Jump ist weg. Air Dodge vielleicht? Oh, schöne Nair.
um da rauszukommen, aber direkt geht's weiter. 100% jetzt gerade auf SDN drauf, aber schön. Einfach durchgelaufen. Ja. Kann man manchmal machen, ja. Auf jeden Fall. Also, Ike, das habe ich im Set von Niceface gemerkt, also SDN sage ich jetzt einfach mal, er braucht halt schon einen Full Jump oder er braucht schon ein bisschen Zeit, um diese Nairs und Back-Airs zu platzieren. Es sind dann meistens Full Jump und dann mit Fast Fall Back-Air runter, aber er muss auch erstmal hochkommen. Und das ist eine Zeit, in der du, naja, entweder hochspringen und die punishen kannst oder durch ihn durchlaufen kannst. Das hat Niceface sehr gut gemacht, hat am Ende echt gut seine Full Jumps gereadet und gepunished. Und der Fung hier auf jeden Fall auch sehr kreativ, aber oh, verliert den Stock. Ja. Ja, da hat SDN ihn so ein bisschen schachmatt gesetzt. Da war es schwer hochzukommen. Er musste Abi drücken. Hat ihn auch damit noch nicht mal gekillt, was mich überrascht. 190 schon. Ah, das reicht noch nicht. Ich mute, dass Abi niedriges Knockback Growth hat. Mhm. Aber das ist doch schon. Ja, also der hat halt gutes Base-Knockback, deswegen killt das so gut, wenn auch bei Low-Prozenten, wenn du weit oben bist. Ja. Okay. Hat ihn offstage, mal gucken. Okay, Covern safe. Ich weiß gar nicht, wie Mi Brawler das Ganze punishen kann. Wir haben bei Niceface gesehen, der hat das auf jeden Fall auch schon mal gepunished bekommen mit einem Upsmash. Oh, da wollte es haben. Ja, ja. Und das ist wichtig, dass die Leute das probieren bei Ike. Das ist eine Schwäche, die man ausnutzen muss im Endeffekt. Das ist so Microspacing-Kram. Einfach genau wissen. Oh! Oh! Nice. Da hat er die Side B doch mal gepunished bekommen. Die Recovery von Ike. Und wie ich eben gerade gesagt habe, ist ganz, ganz wichtig, dass man sowas auch contestet. Auch wenn es mal nicht funktioniert, man muss da irgendwie ein Gefühl für entwickeln, einfach weil es eine Schwachstelle von Ike ist. Und die muss man nutzen. Der Rod kann halt einfach unglaublich hoch sein. Ja. Also. Das sind ein paar Prozent für den ganzen Stock halt. Und ich gucke jetzt einmal nach dem Head-to-Head zwischen SDN und Dafung. Wie gesagt, geht direkt weiter. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Dafung bisher noch kein Set von ihm gezogen hat. Kann aber sein. Also ich meine, die waren auch schon auf Weeklies zusammen und so. Das stimmt. Zumindest seit einer langen Zeit wahrscheinlich wohl nicht. Und das ist halt echt. Ja. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass es zumindest auf NEZ passiert ist. Und ich glaube auch nicht auf Flensburg. Smash Cup Flensburg. SDN gegen Dafung. Ist es tot? Nein. Oh, gut. Ja, warte. Das ist der da vorne. Ich muss sagen, es sieht ziemlich liebe Chance. Und ich muss sagen, das ganze Set war auch sehr spannend. Und ist auch sehr spannend, genau gesagt. Ich würde mich echt über ein Game 5 freuen, aber ich glaube die Uhr nicht. Ja, also ist auch schon relativ spät, ne? Ja. Tatsache. Oh! Schöner Jablock. Und man hat gesehen, eine starke Reaktion hier von SDN. Mhm. Okay. Oh. Da muss der echt die Nerven behalten, wenn er noch weiter auf dem Turnier bleiben will. Ja, okay. Also ich habe gerade gesehen, das Set, der Set-Count ist 13. 13 Sets, alle für SDN. Oh! Das ist natürlich eine ganz große Sache dann für davon halt. Der will das sich auf jeden Fall. Aber der Game-Count 36 zu 9, also ist schon... Der kann das schon... Ist schon Games ziehen, aber kann er auch Sets ziehen? Im Moment hat er die Lead. Er hat auf jeden Fall den Match-Vorteil. Und nicht schlecht aus. Ja. Und dann noch mit deinem Mii, also. Ja. Mein Mii mit der extra hohen Stimme. Ja. Ah, die ist echt lustig. Hey, dein Mii wird deine Geschichte aber auf jeden Fall für Dafung dann. Ist doch ja. Es ist Good Luck für ihn. Mhm. Das ist auch meine Switch, also. Oh mein Gott, schön. Schön von SDN. Und jetzt gerade die kleine Lead für ihn. Oh, aber schön. Oh, sehr schön sauber. Hier gerade von... Oh, da wollte er es. Ja, ich respekte das. Es hat nicht geklappt, aber ich respekte das. Ja. Es muss irgendwann funktionieren. Also muss man es auch irgendwann versuchen. Hätte schon sein können. Man muss halt einfach nur hinter das Schwert kommen. Und dann ist es möglich. Oh. Gut durchgesnickt. 115%. Wenn er jetzt den Kill kriegt, ist es immer noch early. Oh, okay. Die Downbe ist aber ganz normal der Jump, ne? Okay. Braucht nie, glaube ich, auch wieder das Movement. Okay, Upsmash, Raw und es killt. Okay. Also Downbe ist hier gerade Samus Kick. Also. Warte mal, es ist 2-1 immer noch, ne? Es ist 2-1 immer noch, genau. Okay, also ist keine Last
Last-Chance-Situation hier gerade für Dafoon. Er kann noch ein Game droppen, aber er will dieses Game auf keinen Fall droppen. Er will das auf jeden Fall in diesem Game schaffen. Das Upset gegen SDN. Oh, das geht noch nicht. Das wäre aber auch super early. Er muss erst diesen Prozenten rauskommen. Er muss auf jeden Fall jetzt erstmal ausweichen. Oh, das ist gerade scary. SDN spielt aber auch gerade echt richtig clean, muss man sagen. Oh, geht auf Stage. Einfach nur für den Angst-Aspekt. Okay. Ja, so ein bisschen shaky ist das gerade alles. Bisschen shaky, bisschen hesitant. Und ich kann es verstehen. Ich kann es so verstehen. Aber der Funk muss jetzt gerade super mutig sein. Und das einfach durchpowern. Oh! Näher killt? Okay. Boah. Okay. Also 70% hat er drauf bekommen. Es war jetzt nicht Last Hit, aber es war schon echt knapp auch wieder. Und man merkt auf jeden Fall, dass da Tension ist und beide angespannt sind. Ich würde aber sagen, dass SDN auf jeden Fall ein bisschen ruhiger war an der Stelle. Ja. Und das wird natürlich nicht besser, außer es wird irgendwie jetzt so ein Drei-Stock-Situation oder sowas für Dafoon. Deswegen, also es wird im Endeffekt ja auf dieses Game hinauslaufen. Kann Dafoon das schaffen? Kann er das 3-2 gegen SDN hier sichern und noch ins Grand Finals kommen? Schön. Für eine Chance auf den Sieg, den ersten Sieg. Das wären ein Haufen erste Sachen für Dafoon. Also ich würde mich auf jeden Fall für ihn freuen. Ja, auf jeden Fall. Oh. Schön. Sehen auf jeden Fall auch schon eine ganze Crowd da stehen. Ja. Ich meine, alle sehen, wie das Ganze ausgeht. So ein 3-1 oder so kommt öfter mal vor zwischen den beiden. Aber 3-2? Gerade macht er das sehr gut. Aber er muss noch mehr machen. Nächste Chance. Reicht auch noch nicht. Wird langsam stale auch. Mhm. Oh, ich weiß nicht, ob das Window immer noch da ist. Das ist schon ziemlich hoch. Aber Ike hat, glaube ich, einen schlechten Air-Dodge. Ich weiß nicht, ob... Oh, schöne Becke. Und das ist gerade so wichtig. Wir haben wieder eine große Reaktion von SDN gerade gesehen. Aber auch nach sowas kann er sich eigentlich immer ziemlich gut wieder resetten und sich zusammenreißen. Einfach direkt weiterspielen. Macht hier immer noch gut Druck. Aber Dafoon kommt wieder on stage. Einfach Dash Attack. Wow. Killt nicht oder so, einfach Dash Attack. Trotzdem. Einfach weil das kann. Er hat sehr gut wieder zusammengebracht, muss man sagen. Ja, er hat fast den Kombo-Starter. Fast den Kombo-Starter, aber im Moment rettet ihn so ein bisschen die Nähe. Das ist aber nur kleiner Damage, ne? Peanuts. Aber, oh, schön. Gefährlich. Ist der Jump noch da? Gefährlich. Ist der Jump noch da? Er ist nicht da, er ist nicht da, er ist nicht da, er ist tot! Er ist tot! Oh! Oh mein Gott. Er hat den Jump abgefangen, schon ganz früher, deswegen hat er in der Paniksituation. Ja, aber das ist noch nicht alles. Das war es noch nicht. Auf jeden Fall. SDN aber kann solche Situationen immer noch zurückbringen. Gerade wenn er jetzt den Stock verliert. Super möglich noch für SDN. Aber das sieht gerade richtig gut aus. Und wenn er das clean spielt, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass er das holen kann. Ja. Man darf auch nicht vergessen, dass Ike ziemlich gut von Rage Benefit reicht. Ja, er spielt super safe gerade. Dafoon macht das echt gut. Wow. Das war sehr gut. Sehr schön auf die Committal Dash Attack gewartet. Und die gepunished. Der Raw hier, der Tomahawk uptailt. Oh. Nein! Okay. Okay. Sorry. Oh. Ja, ein bisschen übersteuert. Ja. Aber er macht einfach weiter. Ja, er hat noch zwei Stocks, aber halt. Oh, das ist okay. Oh. Oh, hätte er da nochmal den Jump wegbekommen, ne? Okay, 100% jetzt gerade. Da wollte er es. 100%. Ist das hier gerade Meilenstein für Dafoon? Kann er das erste Mal seinen Bracket Demon besiegen? 100% auf ihn drauf. Wenn er. Kriegt er den? Oh. Oh nein. Junge. Nochmal. Die killt nicht so gut. Ja, der muss ja gut leddern. Er muss gut leddern. Ohne Ledder ist da nichts. Oh, er macht das so gut gerade. Und genau das braucht er jetzt. Einfach nochmal ein bisschen mehr Damage. Oh, da hat er es gehabt. Und der Smash! Und der Pop-Off! Let's go! Er läuft in die Küche. Die Küche ist eine Sackgasse, aber oh mein Gott. Dafoon hat gekocht. Er hat es echt geschafft. Oh, ich will noch schnell ein Foto.